Bei perfekten Wetterbedingungen fand das dritte Jeidhofer Saudruckrennen am Erholungsteich in Eisengraben statt. Die Sportunion Eisengraben aktiv und die Café Bar Lake konnten 54 Teilnehmer und zahlreiche Besucher begrüßen. Durch die Veranstaltung führte der Obmann von USV Eisengraben aktiv Gerald Meierhofer und die musikalische Untermalung übernahm Tobias Kretschmer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen am Lake, am Erholungsteif in Jeidhof. Im Winter haben wir jetzt ein bisschen Odrat, die Sonne kommt nach vor, das Wetter dürfte jetzt passen, am Vormittag hat es nicht so super ausgeschaut. Im Namen des Sportvereins Eisengraben aktiv und der Veranstalter des Lake, Entschuldigung, kein Problem. Ein herzliches Willkommen. Ja, ich darf auch alle ganz herzlich im Namen des ganzen Lake-Teams willkommen heißen und wünsche spannende Rennen und gute Unterhaltung. Als Bürgermeister darf ich alle herzlich begrüßen bei unserem schönen Erholungsteich. Es freut mich besonders, dass unser neues Team vom Lake das Ganze mitorganisiert und gemeinsam mit der Sportunion möchte ich mich bedanken für die Organisation des dritten Jeidhofer Saudruckrennen. Danke nochmal, ich wünsche gutes Gelingen und ein unfallfreies Fahren. Bitte schön aufpassen. Von Seiten der Rettungskräfte ein herzliches Willkommen. Uns freut es wirklich sehr, dass wir da mal dabei sein dürfen. Wir haben gar nicht gewusst in Krems, dass da so einen tollen Badesee gibt, vor allem so viele Leute, das Wetter passt auch halbwegs. Zur Sicherheit, wenn wir schon da sind, dass alle Beteiligten wissen, dass wenn es wirklich ein Problem gibt, ist der Stefan und die Elisabeth, wir drei heraus. Blickkontakt ist für uns immer das Entscheidende. Wir überwachen Triathlons mit 600-700 Starter, da wissen wir nicht, braucht er nicht. Nur wenn uns jemand in den Augen sieht und wackelt, dann sind wir im Wasser. Ja, vorher nicht, aber dann funktioniert das an und für sich. Wir sind verantwortlich für das, was am Wasser geschieht. Wir transportieren die Leute heraus und die Rettung übernimmt nachher den Rest. Also ich gehe davon aus, dass das alles wunderbar klappt. Ich sehe lauter tolle Kämpfer, tolle Schwimmer, lauter Athleten. Also da werden wir nicht viel Arbeit haben. 3, 2, 1 und go!
27 Trogmannschaften kämpften in drei Klassen, Jugend, Damen und allgemeine Klasse, im K.O.-System um den Sieg. Für die Sicherheit der Teilnehmer sorgten das Rote Kreuz als Ersthelfer und die Wasserrettung Krems. Die Siegerehrung wurde im Beisein von Bürgermeister Franz Aschauer der Gemeinde Jeidhof vorgenommen. Zusatzpreise gab es für besonders kreative Verkleidungen.